Hallo zusammen, ich freue mich, dass ihr euch auf meinen Kanal verirrt habt. Also Themen, die ich interessant finde, sind zum einen Minimalismus, Ausmisten, Dinge loswerden, die man nicht braucht oder nicht mehr mag. Auch im Bereich Nachhaltigkeit, Recycling, Upcycling, also ein bisschen Kreativität auch, Basteln und ja, alles, was mir so Spaß macht. Und ich hoffe, ihr habt auch Spaß dran. Falls überhaupt jemand diese Videos sehen wird, weiß man ja nicht. Ich habe jetzt auch eine kleine Challenge mir schon auferlegt, das Minimalismus-Game oder Minimalismus-Spiel, in dem man jeden Tag einen Gegenstand mehr aussortiert als am Vortag. Also am ersten Tag einen Gegenstand, am zweiten Tag zwei, am dritten Tag drei, bis man dann bei 30 Gegenständen am Ende ist. Das sind insgesamt dann 465 Gegenstände, wenn ich mich nicht täusche, und ja, lasst euch einfach überraschen, was alles hier passieren wird. Ich hoffe, wir sehen uns dann bald. Bis dahin. Ich probiere das jetzt einfach mal. Ich starte heute auch mit einem etwas kleineren Gegenstand, der mich aber schon seit einigen Tagen und Wochen nervt. Ich bin ja immer so ein bisschen im Zwiespalt zwischen minimalistisch leben, aber auch nachhaltig leben. Das heißt, nicht einfach Dinge wegzuschmeißen, sondern möglichst auch aufzubrauchen, wenn ich sie habe. Aber ich habe schon seit einigen Wochen, Monaten dieses lodderige Haargummi hier, das ich eigentlich noch benutzen möchte, weil es nicht kaputt ist. Aber dadurch, dass ich kürzlich meine Haare etwas gekürzt habe, um 10 bis 15 cm, ist es dann auch blöd, das 20.000 Mal um den Zopf zu wickeln. Und deswegen macht es mich, glaube ich, glücklich, wenn ich das jetzt heute mal gehen lasse. Und das wird dann auch in den Müll wandern. Ich hoffe, dass ich meine restlichen oder viele der anderen aussortierten Dinge nicht alle wegschmeißen muss. Ich werde versuchen, über eBay Kleinanzeigen Dinge loszuwerden. Da habe ich allerdings in den letzten Wochen, Monaten wenig Erfolg eher gehabt. Aber ich werde es natürlich weiter versuchen, vielleicht auch die Dinge verschenken, damit sie dann nicht letztendlich in die Mülltonne wandern müssen. Genau. Hallo an Tag 2 des Minimalismus-Games oder Minimalismus-Spiels. Ich habe wieder zwei Dinge gefunden. Also ich denke, am Anfang funktioniert das noch relativ einfach. Wenn dann mal Tag 20 ist oder Tag 25, wird es dann vielleicht etwas schwieriger sein. Aber im Moment komme ich noch relativ gut zurecht, die Sachen auszusortieren oder Dinge zu finden, die ich aussortieren kann. Ich habe heute zuerst ein paar Schuhe aussortiert, die ich tatsächlich schon sehr lange im Schuhschrank habe und so selten an. Ich habe die irgendwann mal geschenkt bekommen und hatte sie dann tatsächlich auch ein paar Mal an, aber die sind wirklich mega unbequem, zumindest für meine Füße. Dadurch, dass die hier auch irgendwie, ja, sieht jetzt gar nicht so aus, aber die sind irgendwie ziemlich hart vom Material her und ich mag die einfach nicht gerne anziehen. Deswegen dürfen die jetzt gehen. Die sind auch hier auch schon ein bisschen kaputt. Ich weiß nicht, ob man es genau sieht. Ist das Leder ein bisschen abgefranst. Also ich denke, ich werde es in die Altkleidersammlung geben. Ich weiß nicht, ob das sonst noch jemand haben will, selbst wenn ich es verschenke über eBay Kleinanzeigen oder so. Ich könnte es mal probieren, aber ja, weiß ich noch nicht. Also auf jeden Fall dürfen die gehen und dann ebenfalls etwas kaputt schon und ziemlich alt und schon bestimmt jahrelang nicht mehr benutzt. Oh, ich sehe gerade, es ist wirklich kaputter, als ich dachte, ist diese Handtasche hier. Die ist so eine kleine Handtasche, passt eigentlich nur der Geldbeutel rein und das Handy und vielleicht ein paar Taschentücher und so. Aber wie ihr seht, hier hinten ist die auch schon relativ abgefranst. Ich weiß gar nicht, scheinbar ist das Material einfach irgendwann so spröde, dass es automatisch passiert. War eigentlich echt mal eine schöne Tasche. Aber wie gesagt, habe ich schon ewig nicht mehr benutzt. Deswegen wird die wahrscheinlich auch in Anbetracht des Zustandes in den Müll wandern. Ja, gut. Das war schon Tag Nummer 2. Wir sind schon an Tag 3 angekommen und auch heute ist es mir nicht sehr schwer gefallen, was auszusortieren. Also Nummer 1, diese Tasche hier, die ist
zwar noch voll schön und ich habe die eigentlich auch immer gerne benutzt, aber nicht sehr oft. Und irgendwie finde ich, passt sie auch nicht mehr so zu meinem Stil. Sie ist sehr jugendlich und bin jetzt zwar noch nicht uralt, aber irgendwie passt sie nicht mehr so ganz. Die werde ich auf jeden Fall mal eBay Kleinanzeigen dort mal reinstellen. Vielleicht will sie jemand haben. Dann habe ich noch eine weitere Tasche. Hier sind auch wie bei dieser weißen gestern ein bisschen die Henkel kaputt. Das flattert so ein bisschen ab, deswegen weiß ich nicht. Die werde ich wahrscheinlich auch verschenken. Vielleicht kann der die Beschenkte dann diese Griffe auch abmachen und durch etwas anderes ersetzen. Das müsste eigentlich auch gehen. Und zu guter Letzt habe ich hier noch ein Spielzeug meiner Katzen, das sie aber nie wirklich besonders gemocht haben. Ich hatte das auch geschenkt bekommen, aber es war irgendwie einfach nicht ihrs, sage ich jetzt mal. Also manche Spielzeuge lieben sie wirklich und benutzen sie auch immer wieder, aber das hier wollten sie noch nie haben. Das ist auch fest, weil hier ist eine Batterie unten drin. Der Hund bewegt sich, wenn man den anschaltet und macht Geräusche, aber irgendwie wollten meine Katzen das nie haben. Deswegen darf der jetzt auch nach fast 1,5 Jahren endlich gehen und muss nicht mehr unnötig bei uns in der Ecke liegen. Das war's von heute. Ah, Moment, ich kann vielleicht versuchen. So, das ist jetzt das Ganze nochmal von oben. Da sieht man auch die dunkelblaue Tasche etwas besser. Die ist schon relativ groß. Wie gesagt, ich hatte sie immer bei der Arbeit dabei. Das hat eigentlich super funktioniert, aber momentan benutze ich für die Tasche, für die Arbeit gar keine Tasche, weil ich immer im Homeoffice bin und ja, habe wie gesagt auch noch eine andere große dunkelblaue Tasche und viele andere Taschen. Da werden vielleicht auch noch weitere geben müssen, muss ich mal schauen die nächsten Tage. Aber für heute habe ich es damit geschafft. Bis morgen! So, Tag Nummer 4 sind wir schon. Hier sind zwei solcher Nikolausmützen. Die habe ich mal geschenkt bekommen von einer Firma, bei der ich gearbeitet habe. Und die habe ich nie wirklich aufgehabt. Ich habe auch noch zwei dieser Mützen in Rot mit diesen Blinksternen dran. Die setze ich zwar auch fast nie auf, aber vielleicht überkommt es mich ja mal. Deswegen werden die zwei roten Mützen mal behalten. Diese zwei blauen dürfen aber gehen. Also haben wir eins, zwei. Ich habe hier noch ein paar Handschuhe, die ich schon ewig nicht mehr getragen habe. Die sind ziemlich warm und kuschelig. Ich habe aber selten Handschuhe an, also wirklich sehr, sehr selten. Und falls ich doch mal welche möchte, habe ich ungefähr noch drei oder vier Paar. Vielleicht werde ich davon auch noch mal das ein oder andere Paar verabschieden im Laufe der Challenge. Aber dieses Paar darf jetzt auf jeden Fall mal gehen. Und dann habe ich hier noch eine der vielen Mützen, die ich besitze, aussortiert. Genau, die hatte ich, glaube ich, noch nie auf. Die habe ich auch geschenkt bekommen, beziehungsweise weitervererbt von meinem Bruder, der sie nie aufgesetzt hat. Und bevor sie weggeschmissen wurde, hat meine Mutter sie dann mir gegeben. Aber ich habe sie auch nie getragen, deswegen darf die jetzt auch gehen. Also links die beiden Mützen, dann die Mütze, genau, die beiden Nikolausmützen, dann die schwarze Mütze und die beiden Handschuhe, die ich ebenfalls nicht mehr trage. Das war's dann von Tag 4. So, wir sind bei Tag Nummer 5 angelangt und heute ist es mir zum Anfang etwas schwierig, aber dann doch leicht gefallen und ich habe so viele Sachen aussortiert, dass es bestimmt für die nächsten 3 Tage reicht. Aber fangen wir erstmal mit heute an. Und zwar darf diese Flasche hier gehen. Das ist mir noch relativ leicht gefallen, weil ich habe die zwar öfter benutzt, aber die hat eine relativ unpraktische Größe, weil wenn man nämlich hier hinten das abschraubt, dann sieht man, dass hier nicht sehr viel reinpasst. Und auch hier durch diese Auswölbung hier passt eigentlich fast gar nichts rein, außer wenn man irgendwelche Tabletten oder so mitnehmen muss. Deswegen darf die dann jetzt doch gehen, vor allem weil ich auch größere Flaschen habe, die ich dann eher benutzen kann. Dann habe ich diesen Nagellack aussortiert in Orange. Ich habe den damals gekauft, als ich relativ viele Klamotten in Orange gekauft hatte, auch. Und das dann irgendwie gepasst hat, aber muss sagen, mittlerweile ist Orange einfach gar nicht mehr meine Farbe. Da ist zwar noch relativ viel drin, ich glaube, der ist noch bis hier voll oder so. Vielleicht kann ich den irgendwo verschenken, aber ich muss sagen, er ist auch schon relativ alt, deswegen, ja, also er ist noch flüssig, aber keine Ahnung, ob den dann noch jemand haben will. Ich probiere es mal, wenn ich, geht er in den Müll. Dann habe ich noch
Das hier, das war bei meinem Zirkelset dabei, das ich in der Schule hatte, also ist auch schon ein paar Jährchen alt. Den Zirkel habe ich aufgehoben, man weiß ja nie, ob man nicht mal einen brauchen kann für eine Zeichnung oder so. Aber dieses Teil hier, ich glaube, das ist zum Reißen oder so, hat unten zwei Spitzen. Das habe ich noch nie gebraucht und noch nie benutzt. Deswegen werde ich auch mal gucken, ob das vielleicht jemand haben möchte und das dann gegebenenfalls verschenken. Als viertes habe ich was ganz Tolles eigentlich. Und zwar, das hier gehört zum einen dazu, das ist so eine Vorlage. Das ist verkehrt rum. Das musste ich mal unbedingt haben. Das ist so eine Art Mal nach Zahlen, aber nicht mit Mal, sondern hier auf diese Katze kann man Perlen draufkleben. Hier ist so ein Set dabei mit den Perlen und auch mit dem Stift, mit dem man die aufsetzt und so eine Schale für den Klebstoff. Das wollte ich damals machen und aufhängen, als ich eine Phase hatte, wo ich irgendwie Lust auf Malen nach Zahlen hatte, aber doch irgendwie was anderes. Schon Jahre her, ich habe es nie gemacht. Und mittlerweile muss ich sagen, zum einen bin ich gerade am Aussortieren und will nicht so viel Kram haben. Zum anderen, ich würde sowas schon aufhängen, aber nicht in der Größe. Also ich finde, das ist dann ein bisschen zu klein, um das irgendwie in schönem Maßstab aufzuhängen. Ich hätte es gern irgendwie drei, viermal so groß, dann wäre es vielleicht wieder interessant für mich. Aber dann soll lieber jemand anderes Freude daran haben und sich da austoben. Ich möchte das nicht mehr haben. Und zu guter Letzt, weil das ja dann doch auch mal ab und zu sein muss, ist noch diese Box dran, die darf noch gehen. Die habe ich mal irgendwo auch mitbekommen, als ich was gekauft habe oder als ich was geholt habe. Und habe auch noch einige davon gehabt. Und ich glaube, das ist die letzte von der Sorte. Die darf dann jetzt auch zum Schluss noch gehen. Das war's von Tag 5. Und dann hören wir uns morgen wieder. Tag Nummer 6. Wir haben schon fast die erste Woche geschafft. Und ich habe auch heute wieder 6 Gegenstände gefunden, die ich gerne aussortieren möchte. Und fange einfach mal mit den süßesten beiden an. Die zähle ich jetzt einfach mal als zwei, weil es auch zwei sind, auch wenn sie identisch sind. Und zwar diese kleinen Süßen hier. Das sind Schlüsselanhänger. Ein Maskottchen, um genau zu sein, von meinem alten Arbeitgeber. Und das habe ich damals auch auf verschiedenen Werbeaktionen geschenkt bekommen. Und ich habe zum einen jetzt keine Verbindung mehr dazu, weil ich eben nicht mehr bei diesem Arbeitgeber arbeite. Die sind zwar wahnsinnig süß, aber ich habe so viele von diesen kleinen Tierchen und kann mich irgendwie von keinem so recht trennen, weil sie halt doch eine Geschichte haben. Entweder wurden sie mir geschenkt von einem besonderen Menschen oder ich habe sie mir selbst gekauft und weil ich sie einfach ganz toll fand. Und diese beiden sind dann die, wo ich noch am ehesten sage, ja, okay, die brauche ich eigentlich nicht. Die sind zwar süß, aber die emotionale Bindung ist nicht so stark. Ich habe auch schon einen Abnehmer dafür, die bekommt meine Mama und die wird sich darüber sehr freuen. Deswegen kann ich die mit einem sehr guten Gefühl abgeben. Dann habe ich noch mal eine Verpackung hier. Da war ein hochwertiger Kugelschreiber drin, den ich mal geschenkt bekommen habe. Den Kugelschreiber habe ich jetzt noch nicht aufgebraucht oder so, aber ich finde, der muss da nicht in der Verpackung liegen, weil sonst benutze ich ihn eh nie. Deswegen darf diese Verpackung jetzt gehen. Der Kugelschreiber ist in das Fach der Kugelschreiber eingezogen und diese Verpackung brauche ich eigentlich nicht. Dann witzigerweise, das nächste ist eine Osterdeko, ein Osterei aus Plastik. Das habe ich, glaube ich, beim Auszug von meiner Mutter bekommen. Ist aber lustigerweise das einzige Osterdeko, der einzige Osterdeko-Gegenstand, den ich besitze. Und deswegen lohnt es sich für mich eigentlich nicht, an Ostern irgendwie zu dekorieren, wenn ich nur ein Ei habe. Vielleicht werde ich mir irgendwann mal Osterdeko kaufen und dann zusammenpassende Dinge aber kaufen. Deswegen brauche ich dieses Ei eigentlich nicht, zumal es eigentlich auch nicht zu den Farben meiner Wohnung passt. Das ist irgendwie, ja, ich meine, Ostereier sind ja sowieso bunt, aber es passt nicht so ganz. Ich brauche es eigentlich nicht und deswegen darf es gehen. Und auch für dieses Ei habe ich witzigerweise schon einen Abnehmer gefunden. Und das ist dann doch auch schön. Nummer 5 sind auch wieder zwei Sachen, aber die werte ich jetzt mal als eins. Und zwar haben bestimmt viele von euch auch diese Knöpfe irgendwo rumliegen. Ich habe
hatte mal ganz viele von denen. Ich weiß gar nicht, ob ich die noch habe. Die habe ich jetzt zufällig gefunden, als ich vorhin meinen Schmuck aussortiert habe. Die waren in einem Schmuckbehälter drin. Vermutlich werden da noch mal welche gehen, wenn ich die irgendwie finde. Und ich heb die immer auf, aber ich habe keine Ahnung, ob ich überhaupt noch die Klamotten besitze, wo diese Knöpfe dran waren. Und das rauszufinden wird jetzt auch. Ich werde zwar demnächst noch meinen Kleiderschrank aussortieren, vielleicht fällt mir da was ins Auge, aber ich habe die noch nie gebraucht, niemals. Und ich glaube auch nicht, dass ich diese hier brauchen werde. Deswegen dürfen die gehen. Und zum Thema Schmuck aussortieren, da werde ich die nächsten Tage auch noch einiges dabei haben. Heute fange ich jetzt mal an mit diesem Single-Ohrstecker hier. Der ist zwar noch heil und hat auch noch seinen Verschluss, aber sein Partner fehlt. Und da ich zwar nicht nur ein Ohrloch auf jeder Seite habe, sondern zwei, aber trotzdem ist es ja blöd, wenn man dann nicht symmetrisch trägt. Deswegen bringt mir ein einzelner Ohrstecker eigentlich recht wenig. Und das war auch nur, also ich habe sehr viel Modeschmuck-Ohrstecker, die gar nicht so teuer waren und die ich dann auch immer öfter nachkaufe, wenn mal ein Stecker kaputt geht oder mir irgendwas fehlt oder ich einen verliere oder keine Ahnung, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn ich da jetzt diesen hergebe, verschenke oder wegschmeiße. Wahrscheinlich wird er im Müll landen, weil ein einzelner Ohrstecker können recht wenige Leute was mit anfangen. Und zur Not kann ich den auch danach kaufen, wenn ich ihn unbedingt da haben möchte. Aber ich habe noch recht viele Stecker und zurzeit trage ich auch recht wenig Ohrschmuck, generell recht wenig Schmuck, wenn ich im Homeoffice bin, weil da sieht es ja eh keiner, außer ich. Und von dem her wird sich zeigen, ob ich den danach kaufe. Aber jetzt darf der auf jeden Fall erstmal gehen. Dann verabschiede ich mich für heute und wir sehen uns an Tag 7 morgen wieder. Bis dann. Wir sind bei Tag Nummer 7 angelangt. Tag Nummer 7, das heißt, wir haben die erste Woche geschafft. Und ich habe auch heute wieder 7 Gegenstände gefunden. Momentan bereitet es mir noch keine Probleme, Dinge zu finden. Es wird sich vielleicht in ein paar Tagen auch ändern. Es wird ja auch immer mehr. Aber fangen wir erstmal an. Ich hatte ja gesagt, dass ich meinen Schmuck aussortiert habe und viele Teile gefunden habe, die ich entweder nicht mehr anziehe oder die auch nicht mehr vollständig sind, etc. Und da mache ich jetzt auch direkt mal weiter. Und zwar habe ich hier ein paar Ohrstecker. Also diese Ohrstecker, dieser hier ist noch vollständig, aber hier fehlt der Stecker hinten. Und ich habe auch dieselben nochmal und die sind auch schon etwas älter hier, deswegen dürfen die dann gehen. Ich habe hier auch noch einen Gürtel gefunden, das ist so ein Taillengürtel, den ich früher mal zu Kleidern getragen habe, habe ich aber schon ewig nicht mehr getragen und habe ich ehrlich gesagt auch nicht vor. Ich trage zwar immer noch sehr gerne Kleider, aber die sind dann einfach schon passend geschnitten, dass man so einen Gürtel gar nicht braucht. Deswegen werde ich den wohl verschenken. Dann habe ich hier eine Kette, die ich sie entwirren kann. Die habe ich mal geschenkt bekommen. Zum Geburtstag von einer Nachbarin oder so. Habe ich damals auch getragen, aber mittlerweile ist sie, glaube ich, auch nicht mehr, weiß nicht, meinem Alter entsprechend oder so. Die habe ich schon 10, 15 Jahre. Und deswegen darf die gehen, ebenso wie die dazugehörigen Ohrhänger. Die habe ich damals dazu geschenkt bekommen. Die dürfen ebenfalls gehen. Dann sind wir bei 1, 2, 3, 4 Gegenständen. Hier habe ich noch ein Armkettchen, das ist auch schon ziemlich alt und das ist so ausgelottert ein bisschen und sowas trage ich eigentlich auch nicht. Das ist Nummer 5. Nummer 6 ist nochmal Ohrhänger. Ich glaube, die hatte ich auch mal geschenkt bekommen. Hatte sie, ich glaube, einmal an. Irgendwie passen die einfach nicht zu meinen Sachen oder ich mag sie einfach nicht so sehr, deswegen dürfen die auch gehen. Das ist dann Nummer 6. Und Nummer 7 sind auch nochmal Ohrstecker. Das sind so kleine schwarze. Die hatte ich zwar mal eine Zeit lang sehr gerne an, aber irgendwie mittlerweile nicht mehr. Und bei dem einen fehlt auch hier der Stecker, deswegen dürfen die auch gehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 Gegenstände.
Also, wir haben die erste Woche geschafft. Es waren sage und schreibe 28 Gegenstände. Also, mir kam es viel mehr vor, aber es waren nur 28, die bisher gegangen sind. Für ein paar wenige habe ich auch schon Abnehmer gefunden. Aber für andere noch nicht. Muss ich mal schauen. Genau, schauen wir einfach, wie es weitergeht.